Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute Tutorial Nummer 6. Es geht um die Brief Apps. Und ich freue mich ganz besonders hier jetzt auf dieses Tutorial, weil ihr seht jetzt hier gerade meinen Spielplatz. Okay, was ich hier so gebaut habe, sind Custom Brief Apps. Also ich habe mir hier so eine Map erstellt, eine 1000er Map. Und hier habe ich so Custom Prefabs erstellt, die ich dann einfach in Gebäuden einfügen kann, wenn ich ein Gebäude baue. Habe hier Zäune, Geländer gebaut. Ich habe hier so Floors, also Böden, die ich dann einfach verwenden kann. Ich habe hier Schränke gebaut. Und zu den Custom Prefabs komme ich dann. Zeige ich euch, wie ihr das bauen könnt. Und ja, erstmal vielleicht zu meiner Map. Also ich habe eine 1000er Map erstellt, habe mir hier so verschiedene Zonen eingerichtet. Die linke Zone, da habe ich so das, die Sachen, die wo ich in Häusern reinbaue. Die rechte Zone ist da, wo ich Sachen für Hausbau verwende, also Mauern, Fenster, solche Sachen. Hier oben ist der Fotoshooting-Platz, da kommt dann das Prefab hin, wenn es fertig ist. Und ja, also hier drüben sind die Sachen, die ich so zum Hausbau verwende. Also wenn ihr so Custom Prefabs baut, dann könnt ihr die natürlich speichern und müsst die nicht immer wieder neu bauen. Also ihr müsst nicht immer wieder Fenster bauen und so weiter. Aber kommen wir jetzt mal erstmal zu den Prefabs selber. Sonst verwirre ich euch ja. Also ich habe hier ein Prefab gebaut, habe ich schon mal vorgefertigt. Das ist jetzt bestehend aus lauter Einzelteile. Und wenn ihr sowas bauen möchtet, dann sucht ihr euch eine Fläche raus, geht ihr hier oben auf Prefabs, Prefab Liste, dann habt ihr hier alle Prefabs drin, die so, also alle Elemente, ja, sind auch Prefabs, die es von Rust gibt. Ihr habt dann auch immer gleich so eine Vorschau dabei, hier unten, wo ihr das sehen könnt, wie es dann ausschaut. Ja. Okay, und zum Hausbau, also wie ich so beginne, ich gebe hier Cube ein, suche mir einen Cube, der mir gefällt, und ihr zieht das einfach hier raus, linke Maustaste gedrückt halten, ausziehen, und dann könnt ihr Steuerung R drücken, könnt ihr an den weißen Punkt hier vergrößern und verkleinern, hier in die Länge, Breite, Höhe, Tiefe ziehen. Und jetzt gibt es ein Gesetz, was ihr euch wirklich merken müsst. Und zwar, wenn ihr STRG R drückt und das Ganze hier skaliert, dann dürft ihr bei der Skalierung hier nie unter, also nie in den Minusbereich kommen. Also angenommen, ich mache das jetzt so. Na, angenommen, ich mache das jetzt so, dass wir hier Minus stehen haben. Und ist dann ganz schlecht. Also dann tut euer Server eine Fehlermeldung ausspucken, dass das Prefab so und so in Negative Scale ist, und das gibt dann eben eine Fehlermeldung, das akzeptiert Rust nicht. Und deswegen schaut einfach, dass ihr hier nie in den Minusbereich kommt. Okay? Ja, dann platziert ihr die Fläche hier so hin, und um die Größenverhältnisse immer gut durchschreiben. Einschätzen zu können, beginne ich meistens mit einem Door. Also gibt es verschiedene Doors. Ihr nehmt eine Tür, setzt die hin, könnt es hier drehen, wie ihr möchtet, und geht hier runter und müsst eben gucken, dass ihr hier dann genau auf der Fläche seid, wo es dann hin muss. Also hier taucht es dann ein. Da gehen wir dann ein Stückchen zurück. Und als nächstes würde ich jetzt wieder an den Cube verwenden. Wie ihr das dann macht, das ist eure Kreativität, keine Grenzen gesetzt. Also da kann man wirklich spielen ohne Ende. Und dann habt ihr hier eben so eure Mauer. Setzt die an die Tür ran. Und müsst ihr mal aufpassen, dass er sauber arbeitet, dass Made in Germany eben noch eine Bedeutung hat. So, dann Duplicate, STRG D, ist das Duplicate, STRG D.
und dann hier auch wieder ran, dann habt ihr schon mal hier so einen Eingang. Okay? So, dann kommen wir zu Sachen, die flimmern. Duplicate und drehen und dann gehe ich hier rüber und jetzt kommt ein weiteres Gesetz und zwar das Flimmern. Wenn ich hier rangehe, dann seht ihr, dass es hier flimmert. So. Ich hoffe, das kann man gut erkennen. Es flimmert und wenn ich hier das ein bisschen rausziehe und ein bisschen in die Höhe gehe, dann hört das Flimmern auf. Okay? Ihr könnt es natürlich auch, wenn ihr hier schaut, das ist die Zahl bei Y, wenn ihr hier eine 5 draus macht, also dann ist es 1 nach unten, dann flimmert es auch nichts mehr. Also das Flimmern ist ganz, ganz wichtig, ein Gesetz. So, schaut einfach, dass das Flimmern nicht ist. Also, dann, ich mache das jetzt mal weg hier, weil ich habe ja hier schon was vorbereitet, ähnliche Bauweise, ja, ein Viereck, ein paar Fenster und so. Und jetzt zeige ich euch, wie das mit den Custom Preset läuft. Also, und zwar habt ihr irgendwas gebaut, keine Ahnung was, dann markiert ihr das Ganze und dann sagt ihr hier unten auf Erstelle Custom Preset. Jetzt macht es euch hier so einen Kreis und den Kreis, den zieht ihr genau über euer Preset drüber. Und alles, was innerhalb dieses Kreises ist, wird dann gespeichert. Ihr könnt die Kreisgröße hier verändern mit dieser Zahl hier oben und ihr könnt dann noch Gelände speichern, Alpha und so weiter. Also brauche ich jetzt hier nicht, weil das auf gerader Fläche ist. Und hier könnt ihr dann den Namen vergeben. Ich gebe jetzt hier Tutorial Name 6 und dann sage ich Prefab speichern. So. Custom Prefab wurde erfolgreich gespeichert. Jetzt gehe ich in meine Prefab-Liste und dann gehe ich auf Custom. Ich habe natürlich jetzt hier in Custom schon ganz viel drin. Und jetzt habe ich hier praktisch dieses Custom Prefab und kann das beliebig oft verwenden. Ja? Also ich kann dann auch das Custom Prefab wieder brechen, dann habe ich es wieder in lauter Einzelteile. Das brauche ich jetzt zum Beispiel, wenn ich hier solche Sachen machen will, dass ich mir das Ganze nehme. Ihr könnt das jetzt wieder als Custom Prefab abspeichern. Dann habt ihr praktisch ein Stockwerk sozusagen. Und dann setze ich das hier so ran. Und dann hätte ich das hier praktisch drauf. Ja? Und dann kann ich einfach in die Höhe bauen, kann mir ein Hochhaus bauen, so wie ich es da hinten gemacht habe. Kann innen natürlich noch Treppen reinmachen und. Also so erstellt ihr praktisch ein Custom Prefab. Könnt ihr hier meinetwegen noch einen Balkon hinmachen. Sagt ihr hier Stairs. Und gibt es auch verschiedene Sachen. Hier Overhang zum Beispiel. Könnt ihr sowas hinmachen. Und dann hier runterziehen. Immer darauf achten, dass ihr sauber arbeitet. Das ist ganz wichtig. Genau, und dann habt ihr hier schon so ein halbes kleines Haus. Genau. Solche Prefabs, ich habe hier drüben mir von Lone Design was runtergeladen. Es gibt nämlich jetzt ein weiteres Gesetz. Und zwar kann man nicht alles skalieren. Also hier solche Sachen zum Beispiel, ich breche das mal, das sind so World Models. Die kann man alle skalieren, die kann man alle größer und kleiner ziehen. Ist alles möglich, könnt ihr tun und machen, wie ihr wollt mit den Dingern. Dieses ganze Prefab habe ich mir hier runtergeladen bei Lone. Das ist hier Lone Design. Da bekommt ihr auch solche Free-Sachen. Das gibt es auch hier, dann könnt ihr hier Download Now machen. Das ist also hier von Lone, ganz toller Designer, macht ganz tolle Sachen. Und lest auch mal bei der Lizenz hier durch, wie ihr das verwenden dürft, ob ihr das euer eigen nennen dürft oder wie auch immer. Guckt euch da am besten bei Prefabs immer um. Und er hat wirklich hier sich ganz, ganz viele Mühe gemacht.
und alles nochmal hier so aufgestellt, was ihr verwenden könnt. Und hier könnt ihr es dann natürlich so einzeln verwenden, wie ihr möchtet, und könnt somit euer Prefab bauen. Also es gibt hier ganz tolle Sachen. Das sind alles Sachen, die irgendwas ausführen. Also hier könnt ihr Öl verbrennen, das ist so ein Ding, das geht dann ohne Strom. Die Hebebühne, hier hat er verschiedene Lichter präsentiert. Hier hat er die Crates gemacht, Spawners. Und hier hat er alle Signs nochmal aufgelistet, also alle Schilder, die ihr verwenden könnt. Und hier so verschiedene Volume-Cubes. Genau, also das ist ganz toll. Und dann hier noch von den einzelnen Sachen, die ihr skalieren könnt, wo ihr jetzt irgendwie, wenn ihr Häuser baut, ja, dann könnt ihr eben diese Sachen, die hier aufgelistet sind, skalieren. Das gibt es auch irgendwo, ich weiß jetzt nicht mal, wo ich es her habe. Ihr könnt auch Discord Rust Edit mal schauen. Da sind immer wieder solche Sachen drin zum freien Download. Ihr müsst halt immer gucken, wie ihr es verwenden dürft. Und dass ihr da eben keine Lizenzprobleme bekommt. Und wie gesagt, habe ich mir hier so meine Sachen aufgelistet. Die Schrift habe ich auch selbst gemacht. Es gibt noch einen, der die auch gemacht hat. Aber da die von ihm ist, musste ich mir die praktisch nachbauen, also dass sie dann von mir ist. Ganz komische Sache, also mit den Lizenzsachen müsst ihr mal aufpassen, dass er da irgendwie in die Teufelsküche kommt. Wenn ihr irgendwas baut, baut es am besten selber, dass ihr das gebaut habt, und dann gibt es auch keine Probleme. Genau, also so viel zu den Prefabs. Hier vielleicht noch, da habe ich mir mal Fachwerk gebaut. Also es ist wirklich ein Spielplatz, ja, also es ist mit diesen Custom Prefabs, ihr könnt da Stunden verbringen, ja, Stunden. Und genau, dann würde ich sagen, seid kreativ. Ich hoffe, das Tutorial zeigt euch ein bisschen was und ihr versteht ein bisschen was, also jetzt für Anfänger gerade, zu den Custom Prefabs und wie ihr die verwenden könnt. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wünsche euch viel Spaß beim Selbstbauen, beim Nachbauen, und hoffe, wir sehen uns bald wieder beim nächsten Tutorial. Lasst mir ein Like da, gebt einen Kommentar ab, wie ihr möchtet. Würde mich freuen. Okay, euer Kata. Ciao.